Herzlich willkommen zum Konzepttest der physikalischen Chemie. Dieses Videotutorial beschäftigt sich mit dem Thema Diffusion. Die Fragestellung des Konzepttests lautet: Was gilt bei stationärer Diffusion? Dazu sind vier verschiedene Antwortmöglichkeiten gegeben. Antwortmöglichkeit A: Die Flussdichte ist überall gleich. Antwortmöglichkeit B: Die Flussdichte ist 0. Antwortmöglichkeit C: Das Konzentrationsprofil zeigt keine Krümmung. Und Antwortmöglichkeit D, die Diffusionskonstante ist 0. Zunächst soll eine kurze allgemeine Betrachtung der Diffusion erfolgen. Also, was ist Diffusion? Bei Diffusion handelt es sich um konduktiven Stofftransport zwischen zwei Medien. Konduktiv bedeutet, dass der Transport der Materie ohne Strömung oder senkrecht zur Strömungsrichtung erfolgt. Diffusion findet demnach ausschließlich in ruhenden Medien statt. Kommt es zur Diffusion, dann vermischen sich zwei Medien miteinander. Dies geschieht freiwillig und ohne Strömung. Damit eine Diffusion stattfinden kann, muss ein Konzentrationsgradient existieren. Also ein Konzentrationsgefälle zwischen einem Medium A und einem Medium B. Man betrachtet dazu nun die grafische Darstellung. Zeigt zwei Bereiche. Ein Bereich A, also ein Bereich mit einer niedrigen Konzentration, und ein Bereich B, ein Bereich mit einer hohen Konzentration. Zwischen diesen beiden Bereichen besteht ein Konzentrationsgefälle, das durch diese gestrichelte blaue Linie dargestellt ist. Das hier gezeigte Profil ist linear. Der Konzentrationsgradient wird beschrieben als die Konzentrationsänderung dc über eine bestimmte Strecke dx. Die Flussdichte ist ein Maß für die Geschwindigkeit. Sie sagt aus, wie viel Transportgut pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit transportiert wird. Sie ist gemäß dem ersten Fick'schen Gesetz proportional zu diesem Gradienten. Den Proportionalitätsfaktor bildet dabei die Diffusionskonstante d, angegeben in Meter Quadrat pro Sekunde. Sie ist ein Maß dafür, wie schnell die Diffusion bei gegebenem Gradienten abläuft. Die Konstante ist abhängig von der Spezies und der Matrix, in der diese diffundiert. Des Weiteren wird sie durch die Temperatur, meist bezeichnet als Groß T, beeinflusst. Wichtig und zu beachten ist, dass die Konstante ein negatives Vorzeichen erhält. Das Vorzeichen ist deshalb negativ, weil der Teilchenfluss in Richtung des kleineren chemischen Potentials verläuft. Mit den drei Komponenten Flussdichte, Diffusionskonstante mit negativem Vorzeichen und dem Gradienten kann die Gleichung des ersten Fick'schen Gesetzes gebildet werden. Nun soll die Fragestellung betrachtet werden und auf ihren Informationsgehalt untersucht werden. Die Fragestellung lautete: Was gilt bei stationärer Diffusion? Dazu muss man sich zunächst einmal darüber im Klaren sein, was stationär bedeutet. Stationär bedeutet, dass keine zeitliche Änderung auftritt, also eine Unabhängigkeit von der Zeit vorhanden ist. Keine zeitliche Änderung bedeutet, dass sich der Gradient nicht ändert und überall gleich ist. Kommen wir nun zu den Antwortmöglichkeiten. Die erste Antwortmöglichkeit lautet: Die Flussdichte ist überall gleich groß. Es ist bekannt, dass die Diffusionskonstante stoffspezifisch ist. Jedem Stoff wird eine spezifische Diffusionskonstante zugeordnet. Des Weiteren ist bekannt, dass der Gradient bei stationärer Diffusion konstant bleibt. Außerdem ist die Flussdichte proportional zum Gradienten. Bleibt also der Gradient konstant, dann bleibt auch die Flussdichte konstant. Daraus lässt sich erschließen, dass die Flussdichte in jedem Punkt gleich groß sein muss. Damit ist die Aussage richtig. Die zweite Antwortmöglichkeit, Antwort B, lautet: Die Flussdichte ist 0. Bei der Funktion handelt es sich um eine Multiplikation, deren Produkt die Flussdichte darstellt. Die Faktoren sind die Diffusionskonstante und der Gradient. Jedem ist bekannt, ein Produkt wird nur dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Es muss also gelten, entweder Diffusionskonstante gleich 0 oder Gradient gleich 0.
Die Diffusionskonstante D ist ein Maß dafür, wie schnell Diffusion bei gegebenem Gradienten abläuft. Sogar für den Fall gleicher Medien existiert ein sogenannter Selbstdiffusionskoeffizient. Zum Beispiel für Wasser bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius wäre dieser 2,299 mal 10 hoch minus 9 Meter Quadrat pro Sekunde. Wenn ein Gradient gegeben ist, dann gilt immer minus d, also Diffusionskonstante, ungleich 0. Also ist die Möglichkeit bereits auszuschließen, denn die Voraussetzung für eine Diffusion ist ein Konzentrationsgradient. Die zweite Möglichkeit, dass der Gradient gleich 0 ist, scheidet ebenfalls aus, denn durch 0 darf nicht dividiert werden. Das heißt, die Konzentrationsänderung dc müsste gleich 0 sein. Das würde jedoch bedeuten, dass kein Transport von Transportgut stattfindet, da weder der Gradient noch die Diffusionskonstante den Wert 0 annehmen kann, ist die zweite Antwortmöglichkeit falsch. Das Konzentrationsprofil zeigt keine Krümmung. So lautet die dritte der vier Antwortmöglichkeiten, die uns gegeben ist. Betrachten wir zunächst mal die Voraussetzung für eine Krümmung. Damit das Konzentrationsprofil eine Krümmung aufweisen kann, muss die Steigung variieren. Bei der stationären Diffusion bleibt der Gradient jedoch konstant. Es tritt keine Änderung in Abhängigkeit von der Zeit auf. Und die Diffusionskonstante wirkt nur als Proportionalitätsfaktor. Das bedeutet, die Steigung ist überall gleich groß und das Profil linear. Die Antwortmöglichkeit ist richtig, das Konzentrationsprofil ist linear und demnach nicht gekrümmt. Die letzte Antwortmöglichkeit, Antwortmöglichkeit D, lautet, der Diffusionskoeffizient ist 0. Zur Erinnerung, dieser Koeffizient ist ein Maß für die Geschwindigkeit einer Diffusion. Konduktiver Stofftransport setzt immer ein Konzentrationsgefälle voraus. Auch bei der stationären Diffusion. Wenn ein Transport stattfindet, dann findet dieser auch mit einer bestimmten Geschwindigkeit statt. Wäre d gleich 0, würde das dazu führen, dass auch die Flussdichte gleich 0 ist. Dann würde kein Stofftransport, also keine Diffusion stattfinden. Da es sich bei der stationären Diffusion jedoch um einen konduktiven Stofftransport handelt, muss d ungleich 0 sein. Und damit ist Antwort d falsch.